Und das sind Live-Bilder hier von der Anlage. Gucken wir uns die Zahlen an, die Sie gleich eingeblendet bekommen. Den ersten Satz hat Leighton Judith locker und leicht souverän, so wie man das von einem Weltranglisten-Ersten gewohnt ist, mit 6:1 gewonnen, zweimal seinem Gegner den Aufschlag abgenommen. Jetzt im zweiten, da sieht das ein bisschen, das können Sie auch oben links jetzt mitlesen, da führt nämlich Schenkschalken mit 2:1 im vorangegangenen Aufschlagspiel hat er seinem Gegner den Aufschlag abgenommen, auf Sand natürlich nicht so dramatisch wie jetzt auf einem schnelleren Belag. Also schauen wir rein, lassen wir es entwickeln. Ich denke, das wird doch ein Weilchen dauern. Also Sie sehen schon an diesem Ballwechsel, dieser Herr Schenkschalken, das ist ein unangenehm zu spielender Bursche. Das ist alles so unscheinbar, dann schiebt er den Ball nach rechts, mal nach links. Aber das ist wohl durchdacht. Er ist einer der besten Spieler auf der Tour, was die Taktik betrifft. Hat nicht zwingend den Gewinnschlag oder das herausragende Talent von anderen Spielern auf der Tour. Das wird eine harte Geschichte für Leighton Hewitt. Hat er hier schon viel arbeiten müssen in seinem letzten Spiel zuvor gegen Stoljarov. Weil Schalken kann, und das sehen wir hier, ja nicht nur von der Grundlinie spielen und verteilen, sondern er ist ein ausgezeichneter Doppelspieler. Im letzten Jahr allein 3 Turniere an der Seite von Paul Harreus gewonnen. Mailand, Sertogenbosch auf Rasen in der Heimat. Amsterdam, anschließend auf Sand. Also, der beherrscht sein Metier. Zu null, ein Aufschlagspiel zu gewinnen, das ist angenehm, vor allem dann, wenn man zuvor sich das Service von Leighton Hewitt geholt hat. Schalken in diesem Jahr im Einzel noch nicht so erfolgreich. Zweimal das Viertelfinale. Ihm jucken die Ohren, die Augen. Verständlich. Bei den Herren Best of 5. Das kann lang werden. Nicht einfach, dieser Ball im Rückwärtslaufen.
en 0. Das ist immer angenehm, wenn man sich auf den Auftrag verlassen kann, dort mal leichte Punkte holen. Diese vier Sätze gegen Andrei Stojarov aus Russland hat den ersten Satz verloren und lag im zweiten 2-5 hinten, liegt die Geschichte in 4. Also das war eine Riesenleistung von Leighton Hewitt, der hier verkürzen kann auf 2-3 gespielt. Genau 59 Minuten. Live zurück hier und dann gerade in der Pause, das war hochinteressant, hier wird ja dann auf den großen Anzeigentafeln Ergebnisse von den Nachbarplätzen eingeblendet und zeitgleich, das habe ich mir zu Beginn noch angeschaut, war ich auf Platz Nummer 1 in der Stierkamp Arena. Da spielt nämlich Kim Kleisters, Freundin von Leighton Hewitt, gegen Clarissa Fernandez. Ich bin dort weggegangen mit einem Break für Fernandez mit 4-3 im ersten. Etwas überraschend. Die Argentinierin gewann auch diesen ersten Satz mit 6-4. Warum komme ich auf die Anzeigentafel? Weil gerade das Ergebnis aus dem zweiten Satz eingeblendet wurde. Und da steht es jetzt 5-0 aus der Sicht von Fernandez. Das heißt, wenn sie hier gewinnt in Runde 3, dann haut sie eine der top gesetzten und hochattraktiven Spieler auf den Titel hier in Paris aus dem Feld. Clarissa Fernandez, um das vielleicht abzuschließen, aus Argentinien ist im Augenblick die Nummer 98. Also zuvor Bacheva geschlagen und dann Kostinic. Also, das wäre ein Ding. Leighton Hewitt bleibt dran, mehr kann er im Augenblick nicht machen, er muss seine Auftragsspiele gewinnen und verkürzt auf 3-4 im zweiten. Live zurück hier in Paris mit dem Auftragsspiel von Cheng Shaiten. Bereits seine Führung im zweiten mit dem Break aus dem dritten Spiel. Er macht das wirklich ausgezeichnet. Groß gewachsen, 1,91. 50, ich habe ihn, glaube ich, gar nicht vorhin erwähnt. Der Davis Cup Coach, der Holländer, heißt Kjerk Bokstra. Fällt mir jetzt erst ein. Also das ist im Augenblick der Chef an der Seite bei Schalken. Morgen hier mit seinem Partner aus dem letzten Jahr im Doppel mit Paul Harhaus trainiert. Ganz entspannt, ganz locker.
den Holländern eben eine gute Grundstimmung. Da wird viel gelacht, viel Blödsinn gemacht. Das gilt übrigens auch für unsere holländischen Kollegen hier bei Eurosport, mit denen man sehr viel Spaß haben kann. Also bisher war es bei Schenk Schalken immer so, wenn er in den ersten beiden Runden glatt durchkam, jeweils in drei Sätzen, bei dem Grand Slam Turnier in Wimbledon 2000, bei den US Open 2000 und in diesem Jahr gab es in der dritten Runde ein Aus, und zwar deutlich, mal sehen, wie es heute läuft. Im Augenblick sieht es nicht nach einem glatten Aus aus, überhaupt nicht, aus, denn er führt ja 5-3. Und er könnte zum ersten Mal wieder drei Spiele in Folge gewinnen seit dem Saisonende 2001, als er das Turnier in Stockholm gewann. Fünf Spiele in der Halle und auch das Viertelfinale in Paris-Bercy erreichte. Und seit dieser Zeit hat er nie wieder drei Spiele in Folge gewinnen können. Also, auch das wäre ein weiterer Schritt in eine erfolgreichere Zukunft. Vierter Doppelfehler. Wird aber mit dem zweiten Ass korrigiert. Ein wichtiger Punkt zum 30 beide.
kann und er muss bei jedem Punkt hochkonzentriert sein. Schenk Schalten, der gibt schon Punkte aus, Bälle aus. Viele abschalten, auch diesen hier. Also wenn sein erster Aufschlag ins Feld kommt, dann macht er in der Regel 85% oder zu 85% den Punkt. Im zweiten sieht das dann schon katastrophaler aus, da ist es nicht mal ein Drittel. Das Spiel geht an Leighton Hewitt, aber die Eltern, selbstverständlich sind sie da, ebenso wie der Coach. Jason Stoltenberg. Zu lang. Die Ergebnisse von Leighton Hewitt in diesem Jahr auf Sand kann man durchaus vorweisen. Halbfinale Barcelona, Viertelfinale Hamburg. Ja, es ist immer etwas anderes, ob man den Satz ganz normal serviert oder aber eben zum Satzgewinn. Und so gibt es wieder Chancen zum Rebreak, wie schon im 16. Spiel. Die Möglichkeit für Hewitt hier alles wieder gerade zu biegen. Der ist drei Finger breit im Aus und damit gibt es das Break für Leighton Hewitt zum 5-Beide. Auf einmal ist diese ganze Ruhe, diese Souveränität, die der Holländer bislang ausgestrahlt hat, nicht mehr da. Und der Weltranglistenerste, da wartet er nicht lange, der greift er zu. Der 21-Jährige aus Adelaide. Lange nicht sehr erfolgreich auf dem Land gespielt, Schenk Schalten.
Aber allerdings sein erster Turniersieg 1995, den gab es auf Sand, damals in Valencia. Die Fehlerquote aber mächtig nach oben. Django ist auch da. Hat wieder den Bus genommen. Also nehmen wir mal die letzten zwei Aufschlagspiele. Da waren 7 leichte Fehler von Cheng Shaolin drin. Und so ist diese wertvolle Führung von 5:3 nicht mehr da. Ah, wir bleiben doch hier. Und nicht zurück in die Werbung. Ins Studio nach Paris. Das ist von hier nach Luftlinie, wie viele Kilometer mögen es sein. 6, vielleicht 6,5, weiter auf keinen Fall. Auf der anderen Seite der Seine gelegen, in Issy-les-Moulineaux. Wir sind hier in Boulogne, ist alles eigentlich Paris, aber mein Gott, wer in Boulogne wohnt, sagt, ich bin Boulogne. Weil das ist schon eine sehr schöne, attraktive Wohngegend, dort, wo hier diese ganze Anlage sich befindet. Gibt es nette Häuschen, alles sehr schön angelegt, sehr grün. Das können wir vielleicht auch hinten raus sehen. Auf der anderen Seite ist ja sowieso die große Grünanlage hier in Paris, der Bois de Boulogne. Die Herrschaften haben wahrscheinlich wenig Zeit dafür, sich das mal anzuschauen. Er ist zum 4. Mal hier in Paris dabei und hat, und sollte man wieder die Statistik bemühen, sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Letztes Jahr war es das Viertelfinale, davor war es das Achtelfinale und bei seinem Debüt 99 in Runde 1 raus. Also stets verbessert. Was folgt, ist ja das Halbfinale. Naja, aber wenn ich mir so die Auslosung anschaue, wird das eine harte Geschichte. Eine Stunde 29 gespielt, Cheng Shaolin bei 5:6, um in den Tiebreak zu kommen. Auslosung anspreche, einfach mal nur der Blick nach vorn. Wer hier gewinnt, der trifft auf Moya oder Canyas. Die können überhaupt nicht auf Sand spielen. Viertelfinale, Albert Costa oder Gustavo Kürten. Muss man sich auch erst an die Namen gewöhnen. Und dann Halbfinale. Wer kommt da? Correccia. Oh, mein lieber Freund. Oder Tommy Haas. Also das ist schon ein Tableau, die obere Hälfte. Da geht es richtig zur Sache. Bis zum letzten Ball, aber auch alles richtig gemacht. Und dann kann er sich nicht entscheiden, spiele ich einen Flugball oder spiele ich einen Halbflugball. Hier sehen Sie es, erst will er ihn und dann sagt er nee. Und entscheidet sich für die schwerere Variante. Rahmenball 15:30.
Der ist weit im Aus. Hat völlig den Faden verloren auf einmal. Und damit gibt es noch eine Stunde 31. Satzbälle für Hewitt. Der lag 3-5 hinten. Oh, ich habe es erwähnt gegen Stoljarov. Runde 2 lag er hinten. 4-6-2-5. Und holt sich diese Sätze. 2, 3 und 4. Im Aus und Leighton Hewitt mit der Faust, mit dem Blick zum Clan. 2-0 Satzführung, 6-1, 7-5. Also, das sah lange Zeit nicht danach aus. Aber Hewitt ist ja bekannt für seine Qualitäten zu kämpfen. So, schauen wir uns noch an, was es alles im Programm gibt. Hewitt Schalken sind wir dabei, Moris Mo, möglicherweise Gustavo Kürten. Aber es sind so, so viele Spiele auch heute wieder. Also, wir werden sehen, wo wir je nach Ergebnislage hinschalten werden. Und auch eine Monika Seeler spielt heute, ein Tommy Haas, eine Daniela Hantuchowa, ein Alex Koretscher. Ist viel geboten heute wieder, gerade auf den drei großen Plätzen, Philipp Chatrier, Suzanne Longlen und Kurt Nummer 1, also der Stierkamp Arena, wo seine Freundin verloren hat. Kim Kleister das deutlich 4-6-0-6 gegen Clarissa Fernandez. Damit draußen in Runde 3. Schon eine Überraschung. Ja, und wenn diese Kamera mal ein bisschen weiterfahren würde, den Blick mal nach hinten raus auf die anderen Plätze. Ich glaube, das würde Ihnen Spaß und Freude machen. Ja, und darum geht es heute natürlich auch. In 45 Minuten. Er wird nicht dabei sein. Sisu, Sinedin, Zidane, das Eröffnungsspiel bei der Weltmeisterschaft Japan-Südkorea steht an. Zwischen dem Weltmeister Frankreich und der Mannschaft. Wie wurde heute in Frankreich geschrieben? Frankreich A gegen Frankreich B. Denn Frankreich B ist der Senegal. Und die da alle spielen, die verdienen alle ihr Geld in den französischen Ligen hier im Land. Also, 2-0 Satzführung im Rücken, sozusagen, und Service zu Beginn des Dritten. Klar, das Selbstvertrauen ist da nach einer 2-0 Satzführung. Und ob Schalke sich daraus erarbeiten kann, ich weiß es nicht. Denn er hat doch jetzt wirklich in den letzten 20 Minuten so viele leichte Fehler gemacht. Nicht mehr gut gespielt. Das, was ich zu Anfang noch gesagt habe, dieses charmante Verteilen der Bälle, das ist im Augenblick nicht mehr da. Und wenn Sie von hier oben so diesen Platz sehen, es fällt vielleicht eines auf, die Linien sind unglaublich deutlich.
warum. Das war gestern Abend ein schönes Bild nach dem letzten Spiel von Serena Williams gegen Dali Randriantefi. Übrigens hat eine Dame im Internet geschrieben, sie fände es nicht so gut, dass ich dann nicht wüsste, wie die Hauptstadt von Madagaskar ist. Ich werde das nachlesen, nachfragen. Und also, da haben Sie natürlich völlig recht. Wie kann ich das nicht wissen? Das ist natürlich nicht gut. Also, darauf zurückzukommen, nach diesem letzten Spiel kam hier ein neuer Platzarbeiter auf die Anlage, auf diesen Platz hier. Mit einem Pinselchen und einem Eimerchen bewaffnet. Und dann haben die schön akkurat die Linien nachgemalt. Ja. Diese Linien sind nämlich einzementiert und damit kann man sie malen. Die sind nämlich aus Plastik, wie auf anderen Plätzen. Und dadurch sind die eben auch heute so schön weiß und deutlich. Da ist der Weg zu weit an der Grundlinie, wenn man 4 Meter dahinter steht. Genau das muss wieder her. Ein bisschen mehr Variation heißt gegen den Fuß oder mehr Cross-Court oder einfach mehr Winkelspiel. Denn nur links, rechts, rechts, links, das ist im Augenblick gegen Jurt zu wenig. Warum? Das war gestern Abend ein schönes Bild nach dem letzten Spiel von Serena Williams gegen Dali Randriantefi. Übrigens hat eine Dame im Internet geschrieben, sie fände es nicht so gut, dass ich dann nicht wüsste, wie die Hauptstadt von Madagaskar ist. Ich werde das nachlesen, nachfragen. Und also, da haben Sie natürlich völlig recht. Wie kann ich das nicht wissen? Das ist natürlich nicht gut. Also, darauf zurückzukommen, nach diesem letzten Spiel kam hier ein neuer Platzarbeiter auf die Anlage, auf diesen Platz hier. Mit einem Pinselchen und einem Eimerchen bewaffnet und dann haben die schön akkurat die Linien nachgemalt. Ja, diese Linien sind nämlich einzementiert und damit kann man sie malen. Die sind nämlich aus Plastik, wie auf anderen Plätzen. Und dadurch sind die eben auch heute so schön weiß und deutlich. Da ist der Weg zu weit an der Grundlinie, wenn man 4 Meter dahinter steht. Genau das muss wieder her. Ein bisschen mehr Variation heißt gegen den Fuß oder mehr Cross-Court oder einfach mehr Winkelspiel. Denn nur links, rechts, rechts, links, das ist im Augenblick gegen Jurt zu wenig.
Jetzt klären die beiden untereinander. Da muss Cedric Mourir, hier haben wir ihn gar nicht vom Stuhl. Da sind die fair genug, die Burschen. Das ist auch bei den Mädels so, da gibt es fast selten oder ganz selten mal eine Diskussion, gerade auf Sand. Man kann das ja alles so schön überprüfen. Wenn man denn den richtigen Abdruck findet. So einer, der kann auch ganz böse enden, ne? Nämlich der rutscht von der anderen Seite von der Netzkante ihm auf die Füße. Da bleibt nicht viel Zeit zum Reagieren. Alle schon erlebt. Muss diesen Abwärtstrend einfach stoppen. Jetzt 5 Spiele in Folge abgegeben. 5-3 lag er vorn. Im zweiten 5-7 ging es aus. Jetzt schon wieder 0-1 hinten. So hat er lange Zeit den zweiten Satz bestimmt. Also wenn es jetzt hier das frühe Break gibt, dann denke ich, dass Schalke so gut wie keine Chance mehr hat, das zu drehen.
Es wäre der richtige Ball gewesen, aber im Augenblick sind sie eben zwei Finger breit im Aus. Und da ist das frühe Break im dritten Satz. Denn Schalke hat noch nie, nachdem er 5 Sätze spielen musste oder sollte, könnte, müsste, einen 0-2-Satzrückstand umgebogen. Von daher, sowas weiß auch ein Spieler, dass da bisher wenig zusammengelaufen ist. Es ist dann auch eine Frage wirklich, dass der Wille dort entscheidet. Mache ich das, gehe ich das an? Sehr schön. Überhaupt ist die Bilanz negativ bei Schalken. 5 Siege bei 12 Niederlagen, wenn es denn mal über 5 Sätze gegangen ist. Alles richtig. Endlich mal wieder. Ja, klasse angetäuscht. Die Bewegung für Crosscourt. Schalken macht den Schritt. Und damit Longline 3-0. Souverän die Führung des Weltranglisten Ersten.
seiner Karriere eine positive Bilanz auf Sand. 40 Siege bislang, 19 Niederlagen. Jurid, also respektabel. Weil er ja Hardcore groß geworden ist. Schöner Konter vom Holländer. Endlich mal wieder Spielgewinn für Schenk Schalken. 7 Spiele in Folge hat er abgeben müssen. Ob er damit den Abwärtstrend stoppen kann, das werden die nächsten 10 Minuten zeigen müssen. Es ist auch ruhig geworden, das Spiel, das im zweiten Satz so interessant, so ausgeglichen war. Doch ein bisschen an Format, an Linie verloren. Kjerk. K-J-E-R-K. Kjerk boxt da. Aber zu früh zurückzulehnen ist auch nicht gut. Jurid gerade mit Konzentrationsproblemen. Auf einmal verteilt er wieder. Der 25-Jährige. Holt sich nach langer Zeit mal wieder Breakchancen.
Familie Hewitt, zumindest mal die Eltern. Mutter Charlene und Vater Glenn. Das wäre da bezeichnend für Leighton Hewitt. Er hatte die Chance auf den direkten Punkt, aber der geht da nicht volles Risiko, sondern gute Länge, Ball im Spiel halten, darauf warten, dass Schalken etwas macht. Viel riskiert, nichts gewonnen, aus holländischer Sicht. Völlig missraten, dieser Aufschlag. Chance Nummer 3, Schalken. Noch einer oben drauf und damit ist dieser dritte Satz wieder ausgeglichen. Also wir dürfen Schalken auf keinen Fall abschreiben. Da sind wir zurück. Noch einmal mit einer Studie eines Aufschlages von Leighton Hewitt, der seinen wertvollen Vorsprung, das Break, verspielt hat. Das wird diese junge Dame weniger interessieren. Hier geht es darum, was hat Papa oder Mama in der Tasche. Was gibt es dort Leckeres? Schließlich kurz nach 13 Uhr haben wir ja Hunger.
Also er sucht sich immer den schweren Ball. Ist doch total unsicher im Halbfeld, kann ich gar nicht verstehen. Er, der nun wirklich gut doppelt spielen kann. In diesem Jahr mit drei verschiedenen Partnern ein Halbfinale erreicht. In Milan, in Mailand mit Haarhaus, Dubai mit Julian Boudère, mit dem hat er auch hier gespielt. Und Estoril mit David Rickel. Und gestern gab es dieses Spiel. Haarhaus in dieser Woche oder in diesen Wochen an der Seite von Kafelnikow, also nicht mit Schalken, der spielte mit Boudère. Und gestern Abend mussten sie gegeneinander antreten. Sieger Haarhaus Kafelnikow. Heute noch auf Platz 2, Doppel gegen Christian und Perry aus Australien. Diesmal konzentriert. Kompliment. Gut, jetzt schauen. Es wäre genau der richtige Ball gewesen. Jetzt bin ich gespannt, was Muri macht. Gibt ihn aus. Schalken hat sich das schon gedacht. Ist völlig entspannt bei dieser Entscheidung. Möglichkeit Nummer 3. Oh ja, aber erneut aus dem Niemandsland, mitten im Feld,
dieser Flugball. In der Haltungsnote gibt es eine 5-9. Das ist alles so unglaublich ruhig. Souverän. Klasse! Also Donnerwetter, das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut, aus 0-3-1-3 beide zu schaffen. Aber hört die Breakbälle ab und zeigt auch, dass er gefestigt ist vom Selbstvertrauen, sich nicht hängen lässt, obwohl eben der Weg ja doch weit ist nach 0-2 in den Sätzen hinten und 0-3 im dritten. Nur, Hewitt kam ihm ein bisschen entgegen. Zwei, dreimal unkonzentriert. Schalten da, plus die eigene Stärke. Und schon stets drei beide. Genau diese Aktionen zeigen jetzt, dass Hewitt mehr als unzufrieden ist, also versucht er Dinge zu verändern und das heißt, ich gehe nach vorn. Das haben wir bislang dreimal gesehen, fünfmal gesehen. Das funktioniert nicht. So etwas wird einen Jason Stoltenberg mächtig wurmen. So ein Flugball nicht funktioniert. Job, hat er das genannt. Sensationell. Ja, und Schalken taktisch wieder geschickt, sofort angreifen, sofort den Gegner unter Druck setzen, weil er weiß, der hat Probleme, denn Schalken macht schon 4 Spiele in Folge. Also das wäre natürlich eine Geschichte. Dann schenkt Schalken, der noch nie 5 Sätze gewinnen konnte, nachdem er 0-2 hinten lag, aber irgendwann ist ja immer mal das erste Mal. So. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. 2 Stunden 11 Minuten. Das würde dann auch eine Frage der Konzentration, der Kondition. Und hier haben wir doch mal den Blick. Hinten sehen Sie Suzanne Longlen, den zweiten Hauptplatz. Dazwischen die anderen Courts. Und aus der Perspektive der Kamera selbstverständlich gibt es auch noch Plätze. Und hier ist dieses Ergebnis. Clarissa Fernandez, Nummer 98 in der Welt, besiegt. Kim Kleisters, wahrscheinlich besiegt sie, betrinkt sie sich. Nein, macht sie nicht. Deutlich 6-4, 6-0. Und steht damit in Runde 4 im Achtelfinale. Schon eine Überraschung. Darauf können die Eltern von Leighton Hewitt verzichten. Charlene und Vater Glenn. Und nun mal muss der Sohn hier ausspielen. Was passiert jetzt? Nathan Hewitt. 3-0 war er vorne im dritten Satz. Jetzt liegt er hinten. 4-3.
Und das auch noch mit Break. Der ist gut. Jetzt muss Schalke natürlich aufpassen. Nicht zu euphorisch Dinge unternehmen wie hier. Der Ball ist nicht lang genug, nicht tief genug. Auf dieser Welle, die er natürlich jetzt hat, weil er sagt, Mensch, 4 Spiele in Folge gewonnen zu haben, das ist doch klasse. Ich habe doch eine Chance gegen den Weltranglisten Ersten. Das muss schon alles kalkulierbar bleiben. Was für ein Mistball, diese Vorhand. Die Rückhand grandios. Und dann, was macht er dann mit der Vorhand? Den schiebt er dorthin und sagt, hier Leighton, mach was damit. Und der lässt sich nicht zweimal bitten. Hier, schauen Sie sich das bitte an. Also das schaffen Sie auch und ich auch. Katastrophal. Damit baut man natürlich den 21-Jährigen so richtig auf. Unglaublich. Also ich halte mich mit Prognosen jetzt zurück. Das bringt ja gar nichts. 4 beide. Warte ich mir lieber die Wetterprognosen. Also heute, schauen wir auf das Zettelchen, 11 Stunden 41 Sonnenscheindauer, Niederschlagsmenge 0, Wahrscheinlichkeit, dass es regnet 3%, 22 Grad Maximum. Geschwindigkeit des Windes aus Ost-Nordost 13 Kilometer in der Stunde. Das ist mal sicher. Dieser Rückhand ist klasse. Schade. Schade, schade. Ernsthaft.
mir. Schalten auf der Linie. Hewitt 3-4 Meter dahinter. Der Defensivspieler in diesem Augenblick macht den Punkt, weil die Offensive wieder zu ungenau ist. Ein ganz wichtiges Aufschlagspiel für Leighton Hewitt. Der Blick raus zur Familie, die sagt, jawohl, Junge, komm, ein noch. Dann stehst du doch in der nächsten Runde. Also eine doch zähe Auseinandersetzung zwischen diesen beiden hier nach 2 Stunden und 21 Minuten. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Nicht nur in diesem Spiel, sondern ja auch für den ganzen Tag. Auch sicher wird heute Amélie Mauresmaux spielen. Auch sicher spielt Gustavo Kürten. Aber es spielen auch andere, wie Clément gegen Correggia. Er spielt Tommy Haas gegen Jako Nieminen. Monika Seles muss spielen. Daniela Hantuchova. Also, je nach Lage der Dinge werden wir auf die Plätze gehen. Jetzt wird sich die Frage natürlich stellen, hat er das positive Bewusstsein, dieses Aufschlagspiel zu gewinnen? Denn andererseits kann er hier in Runde 3 nach Hause fahren. Hinein in den Platz Philippe Chatrier. 15.093 Zuschauer haben hier Platz. 7.500 mögen da sein. Möglicherweise gibt es jetzt die Entscheidung. 2-0 sind in den Sätzen vorn, Leighton Hewitt, 5-4 im dritten. Und Schalten, der 25-jährige Holländer, serviert. Das sieht man selten. Leicht den Fehler von der Grundlinie.
gut gegeben. Wichtig, dass Moria sich entschieden hat, dort runter zu gehen. Drei leichte Fehler im Spiel von Hewitt und damit 5 beide. Neues Outfit, die Haare kürzer, kein Stirnband mehr, keine Kappe. Die Klamotten in diesem Jahr, im Outfit, im Dress ein anderes. Das ist auch wichtig, dass der Ausrüster sich dort was einfallen lässt. Viele der Top-Leute sagen ja, diese erste Woche beim Grand Slam, die gilt es zu überstehen, sich so langsam von Spiel zu steigern. Ähnliches können wir hier bei Lady Hewitt feststellen. Also das, was er in der Runde zuvor gezeigt hat, das war, wie gesagt, nichts Besonderes. Da ist er mit viel Routine über die Runden gekommen und auch heute hier. Natürlich besser spielen. Und viele sagen eben, du musst in die zweite Runde kommen. Oder in die zweite Woche, genauer gesagt. Dort gilt es dann, das Level hochzuschrauben. Ist schlecht. Das ist nicht gut, was Hewitt in dieser Phase präsentiert. Zu defensiv. Lässt sich zu weit von der Grundlinie zurückdrängen. Wieder die Vorhand. Erneut Aufschlagverlust. Schalke vorn, 6-5 im dritten. Also diese Wendung in diesem dritten Satz, das war, glaube ich, nicht zu erwarten. 0-3 Schalke hinten mit dem Break. Und auf einmal liegt er vorn, 4-3 mit dem Break. Kassiert prompt das Rebreak. Jetzt liegt er wieder vorn. Hat jetzt mit Muriel gesprochen und gesagt, ich brauche doch den Physiotherapeuten. Also wahrscheinlich Blister. I have some tape. Blase. Muriel hat gesagt, ich kann ihn erst in der nächsten Pause holen. Er sagt Schalke, okay, ich habe some tape, also er hat das. Er wird versuchen, es selbst zu machen.
bekomme ich ein bisschen Zeit. Und hat Muriel gesagt, na klar. Will also seinen Finger selbst verarzten, verpflastern. Das ist ja das Problem. Der Spieler hat gerade die Füße und die Hände einer Beanspruchung ausgesetzt sind. Ist nicht ganz ohne. Ein Karel Kutschera durchgehend mit Blasen an den Füßen. Er sagt, eine Veranlagung. Also ohne Physiotherapeut. Verpflastert sich dort. Schalten den Finger. Das muss natürlich glatt und sauber sein. Da darf jetzt sich nichts verdrehen. Denn dann würde es ja wieder behindern. Das ist Small Blister. Man hat Probleme, wenn ich mit der Backhand spiele. Der Bastard ist jetzt doch da. Hat Angst davor, dass sie größer wird. Schön, dass die Mikrofone mal angeblieben sind, dann bekommt man das so ein bisschen mit, auch die Gespräche da. Das geht natürlich jetzt alles sehr, sehr schnell, die Jungs sind geübt. Und ich glaube, Leighton Hewitt kommt diese Pause ganz gelegen, um ein bisschen darüber nachzudenken. Nur zu konzentrieren, so wie die Balljungs. Apropos Balljungs, dazu müssen wir was sagen. Also ich weiß nicht, ob sie schon auf vielen Tennisturnieren waren, aber was diese Kiddies hier leisten, die Jugendlichen, Mädchen wie Jungs, das ist sensationell. Die sind so unauffällig, die sind so schnell, die haben alles im Blick. Die haben auch sofort erkannt, welcher Spieler welcher Marotten hat, wie viele Bälle er haben möchte, 2, 3, 4. Viele gucken sich ja mal die Bälle genau an, bevor sie sich für 2 entscheiden. Sie wissen genau, wenn sie den Ball zurückgeben, zu welcher Seite sie das machen. Sie sind sofort da. Sie erkennen, wann die Jungs ein Handtuch brauchen oder wenn sie andere Dinge benötigen. Also da kann ich nur sagen, Kompliment an diese Herrschaft. Die Blase ist versorgt. Schalten wird servieren zum Satzgewinn. Mal sehen, was nach Hause bringt. Hallöchen. Wieder wusste er nicht Flugball, Halbflugball und dann stolpert er auch noch weiter. Verstehe ich gar nicht. Mensch, vorne ist der Junge doch ausgezeichnet. Natürlich clever, wenn Hewitt die Gespräche verfolgt hat, dann wird er mitbekommen haben, dass Schalken gesagt hat, Problem an der Schlaghand, vor allem wenn ich Rückhand spiele. Was macht Hewitt? Er attackiert diese Seite. Er ist klasse gespielt. Also erneut ein Break. Das 6. im 3. Und damit spielen wir Tiebreaker. Also die Pause hat gut getan. Zwangspause. Durch die
Behandlung von der Schalten am Finger, die Blase. Jurid hat in der Runde zuvor ja den ganz wichtigen Tiebreaker im zweiten Satz gegen Stoljarov gewonnen. Schalten im dritten gegen den Franzosen Schoner. Sehr unzufrieden mit seinem Spiel, kann ich verstehen. Und macht nicht das Niveau, das er sich selbst vorstellt. Wieder die Vorhand. Wieder der Vorteil bei Schalken. Den hat er gebraucht, mal wieder einen guten ersten, um einen leichten Punkt zu bekommen. Wow, der war klasse. Hier zwei, die Führung für den Holländer, der nun noch einmal Auftrag hat. Upsalöchen! Oh Mann! Also er sollte schon mal beim Schuhhersteller nachfragen, welches Profil heute aufgezogen worden ist. Da ist sicherlich nicht viel passiert, aber diese Schrecksekunde, dass einem da die Beine unter dem Hintern weggezogen werden,
dass man dann dahin strauchelt. Das ist bitter, vor allem in dieser Phase. Durch Hewitt wieder im Geschäft. Gucken wir uns das an. Hier das Wegrutschen, das Antreten. Flonk. Legt der platt. Ganz schön auf die Schulter. Den Ellbogen links. Du sparst auch noch mit Muriel dort unten rum. Also, das finde ich ja toll bei diesen Burschen. Bravo, fantastisch. Also diese Rückhand ist wirklich gut. Schalke. Ja, und das ist auch taktisch wieder unglaublich gut. Sofort attackieren, weil er kann ja nichts verlieren in dieser Situation. Er kann nur gewinnen, das tut er. Holt sich dreimal Satzball, 2 Stunden und 42 Minuten. Jawohl, Schalke holt sich Satz Nummer 3 mit 7:6 und das Tiebreaker-Spiel zu 3. Und ich finde am Ende auch völlig verdient. Und das bedeutet, nach der Pause beginnt Durchgang Nummer 4. Live zurück hier in Paris. Strahlender Sonnenschein heute. Optimale Verhältnisse, um Tennis zu spielen, zuzuschauen. Schalten bei Reinigungsarbeiten. Hat mächtig auf dem Platz rumgewühlt und sich ordentlich dreckig gemacht. Aber das gehört dazu. Wir gehen in den vierten Satz. Der dritte Satz mit vielen Höhen und Tiefen bei beiden. 6 Breaks hatten wir. Tiebreaker Spiel glatt zugunsten des Holländers mit 7:3. Der wird auch den nächsten Satz beginnen. Yes.
zwar die falsche Seite, aber aus dieser Position ist es natürlich einfacher, Crosscourt zu spielen als die Linie entlang. Das können wir hier sehen, denn da fehlt der Winkel doch gewaltig. Aber der Weg ist natürlich weit. Das ist ein guter Start für Leighton Hewitt. Das sieht auch Jason Stoltenberg so, der Herr mit der blauen Kappe. Komm hier. Ja, jetzt, das kommt da ins Bild, dort oben sitzen die. Die erste Reihe dort, die Herrschaften alle in weiß und dazwischen drei Herrschaften in dunkel. Das ist der ganze kleine Hewitt, der auch ganz klar gesagt hat, ich brauche so viele Leute um mich. Ich muss mich wohlfühlen, weit entfernt von der Heimat. Schalten geht es natürlich darum, das jetzt erstmal zu vergessen und sich dann nicht zu lange darüber zu freuen, dass er hier weiter spielen darf. Muss schnell wieder eine Einstellung finden. Wichtiger Punkt für den Australier.
Fernhardt. Ja, er muss aggressiver spielen. Auch versuchen die Ballwechsel kürzer zu halten. Ja, das kostet Kraft und wir sind erst in der dritten Runde. Ich habe mir gesagt, was danach so kommen kann. Ein Moja oder ein Kanyas, dann sehr wahrscheinlich ein Kürten. Dann vielleicht ein Haas oder ein Kovetscha. Also das sind alle schon Abteilungen auf Sand. Viel Spaß machen. Schalten sagt sich das ebenfalls. Ich kann doch Surf and Volley spielen, also los. Nicht gut getroffen, aber es reicht. Bravo! Das ist extra klasse. Schade. Das war der richtige Ball. Aber erstes Spiel für Schalken, der verkürzt auf 1-2 im vierten. Die Physio-Abteilung mal wieder bei Schenk Schalken. Es gab ein bisschen was an Vitamine, vielleicht gegen Kopfweh, vielleicht auch was anderes. Gab eine Tablette. Tja, heute macht Spaß. Heute gibt es was für den Teint, allerdings sollte man vorsichtig sein und sich mit Schutzfaktor 16 auch sicher mal eincremen. Denn die Sonne, die ist heute kräftig, es geht kaum ein Wind, wenn sie da mal so eine halbe Stunde sitzen. Haben so ein rotes Ärmchen oder ein rotes Näschen. Eieiei.
Da muss ich mal gucken, wo sitzt denn diese Dame? Warum haben sie die denn eingefangen? Ein gutes Aufschlagspiel von Leighton Hewitt, vor allem eins, das Kraft gespart hat. Hier haben wir gesehen, wie ein Satz verlaufen kann. Er weckt müde, Schenk Schalken. Hat viel investiert, vor allem im dritten. Er passt. Fantastisch. Kurz Cross. Können Sie zufrieden sein? Spielt. Chance zum Doppelbreak. Sollte Hewitt das schaffen, dann würde ich mich doch mal festlegen, dass er hier ins Achtelfinale kommt. Auch der passt. Wieder die Rückhand. Da ist er das Risiko eingegangen und es wird belohnt.
und untermauert mit der Faust und dem Come on. 4-1 im vierten für den Weltranglisten Ersten. Haben wir das? Diese Reaktion und sofort der Blick nach draußen. Denn es gilt doch die Bestätigung, das Lob zu kassieren. Der Hinweis auf das, was wir alles noch haben. Moris Mo in ihrem Spiel gegen Eva Bess aus Spanien. Gustavo Kürten gegen Fernando González aus Chile. Er muss heute die Kastanien aus dem Feuer holen, nachdem Rios ja abgesagt hat. Aber es gibt noch viele andere Spiele, die heute hier angesetzt worden sind. Haas, Selesch, Handtuchowa, Koretscher. Und das ist erst Spiel Nummer 1 auf diesem Platz hier. Philippe Chatrier, den großen Platz. Danach folgen noch drei weitere. Die Kraft, hat er den Willen, Ähnliches zu vollbringen, was er uns im dritten Satz gezeigt hat. Schenk Schalken, als er 0-3 mit Break hinten lag, die Geschichte drehte. Jetzt ist die Aufgabe noch ein bisschen schwerer. Er legt mal Doppelbreak hinten. Das ist taktisch geschickt von Jurid, jetzt wirklich Dampf zu machen. Keine langen Ballwechsel mehr. Sofort die Entscheidung suchen. Gut aufgepasst. Klasse gespielt. 5-1 Jurid. Es geht jetzt doch sehr schnell, nur 21 Minuten bislang in diesem Satz gespielt. Sehr schön.
versuchen. An. Noch zwei. Stunden und 8 Minuten gespielt. Hier Philippe Chatrier, der große Platz im Stade Roland-Garros. Und Leighton Hewitt vor dem Einzug ins Achtelfinale. Und dann eine weniger gute und damit der Viersatzerfolg für Leighton Hewitt. Hier in Runde 3 gegen Sheng Schalken. 3 Stunden 9 Minuten. Die Eltern werden zufrieden sein. Der Junior steht hier im Achtelfinale. Und dann werden wir mal weiterschauen, wie es mit ihm läuft. Denn die Gegner, die da kommen werden, die haben es in sich. Aber er wird sich steigern. Da bin ich mir sicher, auch mit der Aufgabe, mit der Runde. Denn das erfordert dann einfach mehr Konzentration, weil man sich ja bewusst macht, wo oder was man bislang erreicht hat. Und von daher werden wir auch einen Leighton Hewitt sehen und erleben in den nächsten Runden, der noch ein paar Prozentchen drauflegt. Glückwunsch an die Adresse des Australiers, der erneut hart gekämpft hat. So, Ortszeit 14:21 Uhr und da denken Sie, wir gehen jetzt nach Hause. Auf keinen Fall. Auch heute bis 21 Uhr zwischendurch mal die Stunde Giro d'Italia. Und das heißt, wir werden jetzt diesen Platz hier verlassen, den Philippe Chatrier, und werden auf den zweiten großen Platz gehen. Auf dem Platz ist Suzanne Longland, die in den 20er Jahren hier alles abgeräumt hat. Deshalb ist der Platz nach ihr benannt worden und werden zum Spiel von Fernando González aus Chile und Gustavo Kürten aus Brasilien gehen. Also ein südamerikanisches Duell, die Sandplatzmeisterschaft. Und Ihr Kommentator bei diesem Spiel wird dann Kollege Jürgen Höttger sein. Carsten Linke sagt ein, zwei. Un bon joueur et il a commencé à bien jouer vers la fin du match. Et ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre à la fin. Leighton, dans ce tournoi, bien que vous êtes classé premier mondial, est-ce que vous avez l'impression d'être un outsider dans ce tournoi? Oui. À l'US Open, dans les Grand Slam, pour savoir si vous gagnez, il faut savoir si vous durez sur 5-7. Donc c'est beaucoup plus difficile pour gagner un Grand Chelem. Les matchs vous permettent de prendre confiance au fur et à mesure. Je n'ai pas, venant d'Australie, pu jouer beaucoup sur cette surface, mais plus de matchs j'ai derrière moi, mieux ça sera pour moi. Merci beaucoup. Très content de vous voir au troisième tour. Voilà, il a répondu. Also ich muss Ihnen sagen, das war wirklich ein hartes Match, das muss man erstmal durchstehen und überstehen. Und ich habe viel Respekt vor Sheng Schalken. Der hat toll dagegen gehalten, es ist toll, wie der spielt, wie er sich bewegt auf dem Platz, nicht aufgibt. Das hat man gemerkt, als er zurücklag, zurückgekommen ist, den zweiten Satz dann noch gedreht hat. Und wie gesagt, Kompliment an meinen Gegner. Kompliment auch an Leighton Hewitt.
trifft in der nächsten Runde auf den Sieger Moya gegen Kanyas. Zeigen wir ihn gleich noch.